Hey ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Mystery hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Ich weiß, dass jetzt auch schon wieder etwas länger kein Video kam, aber ich weiß, ich muss mich nicht rechtfertigen. Aber ich hatte schon ein bisschen was mit der Uni zu tun, auch zwei Prüfungen. Und so die Prüfungshauptphase ist jetzt auch erstmal hinter mir. Und deswegen hoffe ich jetzt wirklich, dass ich ja jetzt mal wieder mehr Videos drehen kann. Auf jeden Fall mindestens eins in der Woche. Ich versuche jetzt auch mal wieder zwei hinzubekommen, aber ich möchte euch auch nichts versprechen. Das wollte ich einmal ganz kurz sagen. Und heute geht es um den Fall von Lee Oji. Lee Oji wurde am 21. August 1979 in Honolulu auf Hawaii als Tochter von Donald Oji und Vicky Felton geboren. Beide waren Mitglied in der US Army und hatten sich in ihrer Zeit dort kennengelernt. 1977, zwei Jahre vor Lees Geburt, hatten Donald und Vicky geheiratet, ließen sich aber wieder scheiden, als Lee gerade einmal zwei Jahre alt war. Daraufhin zog Donald nach Deutschland und Lee blieb bei ihrer Mutter in den USA, allerdings nicht mehr auf Hawaii, sondern in Tupelo, einer kleinen Stadt mit etwa 38.000 Einwohnern in Mississippi. Das Haus, in dem sie mit ihrer Mutter und deren neuen Partner Barney Yarborough lebte, lag in der Honey Locust Straße, beziehungsweise im Honey Locust Drive 105. Die neue Beziehung hielt allerdings auch nicht lange und 1992 trennte sich Lees Mutter von diesem Mann und er zog dann aus. Trotz der großen Distanz behielt Lee ein sehr gutes Verhältnis zu ihrem Vater Donald und besuchte ihn oft in Deutschland, wo sie viel zusammen unternahm und sie versuchte dort auch ein bisschen Deutsch zu lernen. 1991 musste Donald zurück in die USA nach Fort Myer in Virginia, so dass er von nun an wieder noch mehr Zeit mit seiner Tochter Lee verbringen konnte. Lee war wohl ein sehr offenes und abenteuerlustiges Mädchen und ja, sagte zu den meisten Sachen immer ja und probierte sehr gerne Neues aus. Sie galt als klug und schrieb sehr gute Noten. Ihr Lieblingsfach soll tatsächlich auch Mathe gewesen sein. Zu ihren Mitschülern versuchte sie auch immer ein gutes Verhältnis zu haben, allerdings wird über sie gesagt, dass sie wohl nicht so beliebt war oder dass viele sie vielleicht ein bisschen komisch anschauten, weil sie anscheinend oft ja ein sehr unruhiges, so ein bisschen aufgedrehtes und zappeliges Mädchen war. Außerdem liebte sie Pizza und Tiere, ganz besonders liebte sie Pferde. Den Sommer 1992, in dem sie 13 Jahre alt war, verbrachte sie auch die meiste Zeit in einem Pferdestall, wo sie sich eben so ein bisschen um die Pferde kümmern konnte und auch ausreiten durfte. Lee hatte einen besten Freund namens Jordan, der damals 11 Jahre alt war, aber auf eine andere Schule ging. Ich habe nicht ganz genau herausgefunden, woher sich die beiden kannten. Aber auf jeden Fall war die Freundschaft einfach so gut, dass sie eigentlich jeden Tag nach der Schule telefonierten und sich so alles erzählten, was den Tag über passiert war. 26. August 1992. An diesem Tag kam Lee gegen 8 Uhr abends nach Hause. Sie hatte den Nachmittag anscheinend mit Freunden verbracht. Also es war jetzt nicht so, dass sie irgendwie nur einen einzigen Freund hatte. Aber ja, wie gesagt, in der Schule war sie so generell jetzt nicht so mega beliebt, aber hatte schon auch Freunde. Ja, als sie dann abends vor der Haustür stand, musste sie feststellen, dass diese verschlossen war und dass ihre Mutter Vicky anscheinend noch nicht zu Hause war. Und sie hatte damals wohl noch keinen eigenen Schlüssel gehabt. So beschloss dann Lee in der Nachbarschaft erstmal umherzuwandern. Die Nachbarschaft schien wohl im Allgemeinen sehr friedlich zu sein. Man vertraute sich gegenseitig und ja, man kannte sich auch untereinander. Gegen 8.45 Uhr klopfte sie dann eben bei einer Nachbarin namens Mitzi Phillips und erklärte ihre Situation, sagte eben, dass niemand zu Hause wäre, aber dass ihre Mutter wahrscheinlich bald zurückkommen würde und dass sie jetzt gerne ja, kurz irgendwo unterkommen würde. Mitzi sagte später aus, dass ihr an diesem Abend an Lee nichts Ungewöhnliches aufgefallen war. Lee war aufgeschlossen, sie erzählte so ein bisschen was von ihrem Tag und wenige Minuten später allerdings kam Lees Mutter dann anscheinend auch schon nach Hause. Ich habe das jetzt so verstanden, dass man von dem Wohnhaus dieser Nachbarin so ein bisschen zur Auffahrt von Lee und Vickys Haus gucken konnte und man sah dann eben, dass Vicky mit ihrem Auto nach Hause kam
Und dann ging Lee eben auch nach Hause zu ihrer Mutter. In der folgenden Nacht kam ein Hurricane in der Gegend rund um Mississippi auf, der zuvor durch Louisiana und Florida wütete und dort viele Häuser zerstörte. Und Lee hatte eben auch von diesem Sturm gehört und hatte wohl sehr, sehr große Angst, sodass sie in dieser Nacht bei ihrer Mutter mit im Bett schlief. 27. August 1992. Lees Mutter Vicky wachte um 6.45 Uhr auf und sah, wie ihre Tochter noch friedlich neben ihr im Bett schlief. Sie nahm dann eine Dusche und als sie gegen 7 Uhr wieder zurück ins Schlafzimmer kam, war dann auch Lee aufgewacht. Danach frühstückten die beiden zusammen und sprachen darüber, was den Tag anstand. Lee wollte anscheinend mit ihrer Großmutter zu einem Tag der offenen Tür bei einer Middle School. Und ja, Vicky musste ganz normal morgens arbeiten und abends wollten die beiden dann zusammen bei Taco Bell essen gehen. 7.45 Uhr verließ Vicky das Haus, um zur Arbeit zu fahren. Ihre Arbeitsstelle bei einem Produktionsbetrieb war nur etwa 6 Minuten mit dem Auto von ihrem Wohnhaus entfernt, sodass sie 7:50 Uhr ungefähr bei der Arbeitsstelle dann angekommen war. An diesem Tag ließ sie Lee anscheinend das erste Mal alleine zu Hause. Das hat mich jetzt ein bisschen gewundert, weil es auf mich so wirkte, als ob Lee halt öfter mal alleine zu Hause war oder zum Beispiel so wie den Abend davor dann auch manchmal warten musste vorm Haus. Und anscheinend war es das erste Mal, dass sie so richtig alleine zu Hause war. Ich habe leider auch nicht gelesen, wann die Großmutter sie abholen wollte, aber anscheinend erst am späten Vormittag. Auf der Arbeit hatte Vicky sich dann ein Radio geholt und verfolgte auch weiterhin den Wetterbericht. Und es wurde halt gesagt, dass der Sturm schlimmer werden würde. Und es wurde natürlich auch gewarnt und man sollte möglichst in den Häusern bleiben. Gegen 8.30 Uhr am Morgen rief Vicky dann zu Hause an, um sich zu vergewissern, dass mit Lee alles in Ordnung war. Und Vicky hatte Lee auch beigebracht, nicht ans Telefon zu gehen, wenn irgendjemand anrief, von dem sie nichts wusste oder wenn natürlich jemand Fremdes an der Tür klingeln würde. Aber es war wohl auch so, dass Vicky und Lee so eine Art Code vereinbart hatten. Also wenn Vicky zu Hause anrief, dann machte sie das immer so, dass sie zweimal klingeln ließ und dann auflegte und dann direkt danach nochmal anrief, sodass Lee auf jeden Fall wusste, dass ihre Mutter am Telefon war. Ja, und so machten sie es auch dieses Mal. Also Vicky rief an, ließ zweimal klingeln, legte dann auf und rief dann nochmal an. Aber Lee ging nicht ran, also auch nicht beim zweiten Klingeln und sie hätte ja eigentlich wissen müssen, dass es Vicky war. Nachdem sie ihre Tochter zu Hause nicht erreichen konnte, verließ sie gegen 8:45 Uhr ihre Arbeitsstelle, weil sie sich auch einfach nicht erklären konnte, warum Lee nicht ans Telefon ging. Ich meine, bei dem Sturm wäre sie ja ganz sicher nicht alleine einfach so rausgegangen. Und ja, wie gesagt, ihre Großmutter wollte sie auch erst später abholen. Als Vicky beim Haus ankam, fand sie die Garagentür geöffnet vor und das Licht brannte dort noch. Und es war wohl so, dass sie darauf schließen konnte, dass erst in den letzten Minuten auf jeden Fall jemand in der Garage gewesen sein musste. Denn in der Garage war so ein Bewegungsmelder, dass wenn da halt jemand langläuft, das Licht angeht. Und dann ist das auch nur so ein paar Minuten an und dann geht es halt wieder aus. Die Haustür war aufgeschlossen, obwohl Vicky sie ganz sicher abgeschlossen hatte, als sie am frühen Morgen zur Arbeit gefahren war. Und im Hauseingang, also sie ging dann durch die Tür, waren zahlreiche Blutspuren, was natürlich sehr erschreckend war. Panisch lief Vicky dann durchs ganze Haus und rief nach Lee, aber bekam keine Antwort. Und im Haus waren noch weitere Blutspuren verteilt. In Lees Zimmer lag ihre Lieblingsdecke zerknüllt auf dem Boden und um 9 Uhr rief sie dann die Polizei, um ihre Tochter als vermisst zu melden. Und außerdem kontaktierte sie ihre Mutter, also Lees Großmutter, und ihren Ex-Mann Barney, also Lees Stiefvater. Beide waren nur kurze Zeit später mit 2 Polizeibeamten und einem Reporter beim Haus. Die Beamten fingen dann auch an, das Wohnhaus zu untersuchen. Und erstmal gab es wohl keine Spur darauf, dass irgendjemand gewaltsam ins Haus eingedrungen war. Also es war kein Fenster eingeschlagen, es war auch keine Tür irgendwie mit einem Brecheisen oder so aufgebrochen. Also alles schien erstmal normal. In Lees Zimmer, an ihrer Zimmertür sowie im Waschbecken des Badezimmers, im Schlafzimmer der Mutter
und im oberen Flur waren zahlreiche Blutspuren. Außerdem führte eine Blutspur vom Flur bis ins Wohnzimmer, wo eine etwa faustgroße Blutlache war. Ein Nachthemd, das man in ihrem Wäschekorb fand, war ebenfalls blutbefleckt und auf dem Rand des Waschbeckens lag eine Art Schleier, mit dem wer auch immer mit dieser Szene da zu tun hatte, vermutlich versucht hatte, Spuren zu beseitigen. Auch das Nachthemd war höchstwahrscheinlich benutzt worden, um Blut wegzuwischen. Zwar sagte Vicky aus, dass Lee ihr Nachthemd noch anhatte, als sie zur Arbeit fuhr, sie konnte aber auch sagen, welche Klamotten in dem Schrank ihrer Tochter fehlten, sodass man wohl darauf schließen konnte, dass Lee sich bereits umgezogen hatte. Das Blut war Blutgruppe 0 oder Blutgruppe A, da hatte ich verschiedene Sachen gelesen, und war wohl zu 90% dann tatsächlich auch von Lee. Hundertprozentig konnte man das allerdings nicht sagen, weil damals die Untersuchungsmöglichkeiten ja einfach noch etwas schlechter waren. Lees Schlafsack, ein paar Schuhe und ihre Lesebrille waren nirgends im Haus und diese Gegenstände fehlten. Vermutet wird, dass Lee ihren Angreifer kannte, da sie ansonsten niemals einer fremden Person die Tür geöffnet hätte und es gab ihr eben keine Spuren eines gewaltsamen Eindringens ins Haus. Am gleichen Tag wurde die Umgebung 1 Kilometer rund ums Haus mit Spürhunden abgesucht, aber aufgrund des Unwetters war es ihnen eben nicht möglich, die Spur so wirklich zu verfolgen, weil der Wind einfach viel zu stark war, selbst für diese ausgebildeten Hunde. Auch das Familienauto und eine Mülldeponie in der Nähe wurden erfolglos untersucht. Nachbarn, Freunde, Bekannte, Mitschüler und Lehrer wurden befragt, aber niemand hatte Lee gesehen. Am Nachmittag kam Jordan, also Lees bester Freund, aus dem Schulbus und rannte nach Hause, um sein tägliches Gespräch mit Lee zu führen. Aber als er anrief, war nur Vicky am Telefon, die irgendwie so eine ganze vage Aussage machte. Also sie sagte wohl nicht, ja, Lee ist verschwunden, sie wird jetzt überall gesucht, sondern sagte einfach irgendwie nur, dass Lee eben nicht zu sprechen sei. Die Polizei befragte Jordan nie, obwohl bekannt war, dass er täglich mit Lee telefonierte und ja vielleicht auch gewusst hat, ob Lee am Tag ihres Verschwindens irgendwie Besuch bekommen sollte oder noch irgendwo hin wollte. Am 28. August 1992 organisierten lokale Einwohner eine Suchaktion in der Umgebung, aber leider kam auch da nichts bei raus. Eine Woche nach ihrem Verschwinden wurde eine Belohnung von 1000 US-Dollar für Hinweise, die zu ihrem Auffinden beitragen könnten, ausgesetzt. Nach 2 Wochen wurde die Summe dann auch verdoppelt. Vicky stellte einen Privatermittler ein, aber von Lee fehlte trotz aller Bemühungen weiterhin jede Spur. Lees Vater Donald wurde für den kommenden September 1992 von seiner Arbeit freigestellt und fuhr zu Vicky, um bei der Suche nach seiner Tochter zu helfen. Und anscheinend war er bis dahin noch gar nicht über die tatsächliche Situation informiert worden und wusste nicht, wie ernst die Lage war. Denn Vicky hatte das Ganze wohl so dargestellt, ja, als ob Lee irgendwie weggerannt war und ja, irgendwie, dass die wahrscheinlich wiederkommt. Also alles ein bisschen merkwürdig. Erst als er in Tupelo, also dem Ort, wo Vicky und Lee lebten, ankam, wurde Donald der Ernst der Lage klar und er hörte natürlich auch da überall in den Nachrichten, dass seine Tochter verschwunden war. Er sah ja die Vermisstenflyer und auch die ganzen Polizisten, die ums Haus waren und ihm wurde einfach klar, dass das ein etwas ernsterer Fall war und dass seine Tochter wahrscheinlich nicht einfach so wieder auf der Matte stehen würde. Und er sagte auch im Nachhinein, dass er schon da irgendwie das Gefühl hatte, dass Lee wahrscheinlich gar nicht mehr am Leben war. Kurz darauf mussten sich Vicky, Donald und Stiefvater Barney einem Lügentest unterziehen. Und Donald bestand den Test auch. Er hatte ja außerdem auch ein wasserdichtes Alibi und war am Tag ihres Verschwindens in Virginia und ja, hätte nicht mal ansatzweise irgendwie was damit zu tun haben können. Er konnte demnach schnell als Verdächtiger ausgeschlossen werden und auch Lees Stiefvater Barney bestand den Lügentest. Er war wohl auch sehr kooperativ mit der Polizei und beteiligte sich aktiv an der Suche. Auch er hatte ein glaubwürdiges Alibi und konnte als Verdächtiger schnell
ausgeschlossen werden. Vicky musste sich allerdings gleich 3 Lügentests unterziehen und alle wurden wohl von unterschiedlichen, also unabhängigen Personen durchgeführt und sie fiel einfach bei allen Tests durch und sie sagte dann danach, dass es halt sozusagen nicht ihre Schuld wäre, weil sie natürlich gerade auch in einem Ausnahmezustand ist und dass sie vielleicht ja einfach nichts dafür könnte und dass die Ergebnisse eben durch ihre extreme Aufregung verfälscht wären. Von da an war sie im Fokus der Ermittlungen, wurde aber nie offiziell als verdächtige Person genannt. Im Laufe der Zeit gab es immer mehr Gerüchte und Spekulationen. Angeblich hätte ein Arzt Lee entführt und in einer Scheune verbrannt. Einem anderen Gerücht zufolge hätte ihr Stiefvater Barney sie missbraucht. Um die Gerüchte nicht noch weiter aufzuheizen, wurde einigen Ermittlern verboten, über den Fall zu sprechen. Sollten sie dagegen verstoßen, würden sie 2 Wochen von ihrem Job suspendiert werden, so hieß es damals. 8 Tage nach ihrem Verschwinden meldete sich ein Student, der in einem McDonald's etwa 50 Kilometer entfernt in Boonville arbeitete, bei der Polizei und sagte, dass bei seiner letzten Nachtschicht ein blauer Truck am Drive-In gehalten hatte. In diesem Truck saß ein schwarzer Mann mit einem Mädchen, das wohl sehr gut auf Lees Beschreibung passte. Die Polizei konnte diesen Mann allerdings schnell ausfindig machen und es wurde auch schnell klar, dass das Mädchen nicht die gesuchte Lee war. Am 9. September war ein Brief im Briefkasten von Lees und Vickys Haus. Allerdings war dieser Brief an Barney, also Vickys Ex-Mann und Lees Stiefvater, adressiert. Die geschriebene Adresse auf dem Brief hatte Rechtschreibfehler und der Umschlag enthielt doppelt so viele Briefmarken wie nötig und der Brief war in Boonville abgestempelt worden, also dort, wo auch diese Zeugenaussage herkam von dem Studenten, der bei McDonald's arbeitete. Ob das jetzt irgendwie zusammenhängt, weiß man nicht. In diesem Umschlag war die Lesebrille von Lee, die zusammen mit Lee selbst verschwunden war. Die Handschrift auf dem Briefumschlag wurde genauestens analysiert, brachte aber leider auch keine weiterführenden Ergebnisse. Die Briefmarken wurden ebenfalls untersucht, aber es stellte sich schnell heraus, dass sie nicht mit Spucke, sondern mit Wasser befeuchtet worden waren. Wer den Brief mit der Brille geschickt hatte, konnte leider nie herausgefunden werden. Die nächsten Monate vergingen, ohne dass es wirklich neue Erkenntnisse gab. Lees Vater Donald setzte alles daran, dass der Fall nicht in Vergessenheit geriet. Er druckte Flyer aus, die er in allen möglichen Gegenden verteilte und war auch in mehreren Fernsehshows, im Radio, gab eben viele Interviews und ließ dann irgendwann auch verlauten, dass er sich sicher ist, dass jemand aus der Familie mit dem Verschwinden seiner Tochter zu tun hatte. Und er deutete auch schon öfter an, dass er glaubt, dass Vicky etwas mit dem Verschwinden zu tun hat. Am 9. November 1993, über ein Jahr nach Lees Verschwinden, gab es dann eine neue Spur. Ein 18-jähriger Farmer namens Ray Chance lief durch sein Feld in Monroe County, als er plötzlich einen menschlichen Schädel mit 4 Zähnen und einigen weiteren Knochenteilen entdeckte. Eine Zahnanalyse ergab, dass es sich bei den Knochen um die von Lee handelte. Kurz darauf wurde jedoch bekannt gegeben, dass der Mediziner bei der Untersuchung der Überreste nicht ganz sauber gearbeitet hatte und dass es sich doch nicht um Lees Überreste handelte, sondern um die einer 27-jährigen Frau namens Pollyanna Sue Kate, die im März 1993 aus Shannon, Mississippi verschwand. Für Lees Angehörige, gerade für ihre Eltern Donald und Vicky, eine extrem belastende Zeit. Ich stelle mir das auch super schwierig vor, weil man bekommt gesagt, so man hat die Überreste gefunden, man fängt irgendwie an, so diese Hoffnung abzugeben und ja, irgendwie das zu verarbeiten, dass die Tochter jetzt endgültig ja, tot ist und dann bekommt man plötzlich zu hören, ja, sind doch nicht ihre Überreste. Also ich glaube, das ist schon echt sehr, sehr schwierig. Im August 1997 gaben Ermittler bekannt, sie hätten nun einen offiziellen Verdächtigen im Fall Lee, gaben allerdings keinen Namen bekannt. 2 Jahre nach Lees Verschwinden wurde der Garten ihres Wohnhauses noch einmal untersucht, aber man fand wieder nichts.
Im September 2016 meldete sich eine Arbeiterin eines Gartencenters bei der Polizei und behauptete, sie hätte am Morgen von Lees Verschwinden etwas Merkwürdiges beobachtet. Sie wäre am Morgen des 27. August den Honey Locust Drive entlang gefahren und sah wohl einen Mann mit einer weiblichen Person. Der Mann war klein und breit gebaut und hatte graue Haare mit einem struppigen Bart und trug eine grüne Tarn- oder Soldatenjacke. Diese Beschreibung passt zu Barney Yarbrough, also dem Stiefvater von Lee. Die Frau fuhr damals an diesem Morgen näher an die beiden heran, weil sie ihnen anbieten wollte, sie mitzunehmen, weil es ja eben an diesem Morgen diesen ganz heftigen Sturm gab und es wirklich auch in Strömen regnete. Aber als sie näher an die beiden heranfuhr, hatte sie irgendwie so ein merkwürdiges Gefühl und fuhr dann doch lieber wieder weg und bat den beiden nicht an, sie mitzunehmen. Der Mann zog in dem Augenblick wohl auch seine Kapuze über den Kopf und nahm die weibliche Person so zu sich mit unter die Jacke, was ich nicht ganz verstanden habe, ob diese weibliche Person eine Frau war oder dass diese Zeugin eben vermutet, dass es sich dabei um Lee handelte. Die Arbeiterin vom Gartencenter bemerkte, dass diese Frau oder dieses Mädchen etwas ängstlich aussah und bekam bei dieser Beobachtung einfach ein sehr ungutes Gefühl, gerade weil sie es komisch fand, dass die Leute bei diesem Sturm so da draußen rumliefen. Die Arbeiterin kontaktierte schon damals die Polizei, um ihre Aussage zu machen, weil sie eben von Lees Verschwinden gehört hatte und auch wusste, dass Lee in dieser Straße wohnte, wo sie auch eben diese merkwürdige Beobachtung gemacht hatte. Und die Ermittler sagten wohl nur zu ihr, man würde sich bei ihr melden, um die Aussage nochmal genauer aufzunehmen. Aber das passierte einfach nie bis zum Jahr 2016. Also zu diesem Zeitpunkt lag das Verschwinden von Lee bereits 24 ganze Jahre zurück. Ja, dieser Hinweis brachte die Ermittler leider auch nicht unbedingt weiter. Und bis heute fragt man sich noch, wer diese Personen waren, die sie dort gesehen hat. Ob es wirklich Barney Yarbrough war, eventuell mit Lee, man weiß es nicht. Bis heute gibt es keinen konkreten Hinweis zu ihrem Verschwinden, dafür einige Theorien. Viele Menschen sind bis heute davon überzeugt, dass Lees Mutter Vicky etwas mit ihrem Verschwinden zu tun hat. Und Gerüchten nach soll sie ihre Tochter auch missbraucht haben. Denn einige von Lees Mitschülern erzählten, dass Lee gelegentlich sehr niedergeschlagen wirkte, wenn sie in die Schule kam und auch teilweise dunkelrote Flecken oder blaue Flecken am Körper hatte. Und einige eben jetzt im Nachhinein vermuten, dass sie vielleicht zu Hause geschlagen wurde. Auch soll sie einmal mit einem blauen Auge zur Schule gekommen sein. Und als man sie dann fragte, was passiert ist, sagte sie, dass sie von einem Pferdeapfel im Auge getroffen wurde und lachte dann eben und dann wurde es auch nicht so weiter hinterfragt. Ein anderes Mal soll Lee alleine auf dem Schulhof gewesen sein und aß so Beeren von einem Strauch und dann soll ein Mitschüler zu ihr gegangen sein und gesagt haben, dass diese Beeren ja giftig sein könnten. Und daraufhin soll Lee nur geantwortet haben, das ist mir egal, vielleicht möchte ich ja sogar sterben. Ja, daraufhin hatte sie ein Gespräch mit einem Lehrer, zu dem sie dann nur sagte, dass ihre Aussage ein Spaß war und es ihr gut gehe. Lees Mutter Vicky kooperierte wohl nach dem Verschwinden ihrer Tochter nicht wirklich sehr gut mit der Polizei und viele sagen auch, dass sie sehr, sehr kalt wirkte und Donald, also Lees Vater, sagte, er hatte sie nicht ein einziges Mal weinen sehen. Außerdem wirkten wohl einige Details, gerade auch für die Ermittler, komisch. Zum Beispiel die Tatsache, dass Vicky erst nach 15 Minuten, nachdem sie von der Arbeit nach Hause gefahren war und im ganzen Haus Blut war, die Polizei anrief, weil viele eben sagen, dass man das ja eigentlich wahrscheinlich, wenn man die erste Blutspur sieht, schon machen würde. Außerdem wusste sie genau, was Lee vermutlich angezogen hatte, weil die Klamotten in ihrem Schrank fehlten, was viele auch für merkwürdig halten, weil ich glaube, kein Mensch, ich meine, man kennt, glaube ich, seinen eigenen Kleiderschrank nicht mal so genau, dass man jetzt irgendwie sagen könnte, welche Klamotten fehlen, wenn jetzt jemand zwei Klamotten einfach wegnehmen würde. Und diese Aussage fanden eben viele auch komisch. Aber da muss ich halt auch sagen, man weiß ja nicht, wie ordentlich der Kleiderschrank war
oder ob sie, ja, ich weiß es nicht, aber ich finde das zum Beispiel nicht so unglaublich verdächtig und auch das mit den 15 Minuten finde ich auch nicht so komisch, weil klar, man neigt dazu, schnell die Polizei zu rufen, wenn man ein Haus oder wenn man sein Haus voller Blut vorfindet und weiß, dass die Tochter alleine dort ist. Aber ich würde ja auch erstmal im Haus suchen, ob die vielleicht irgendwo verletzt liegt oder so. Und ich kann das jetzt nicht einschätzen, wie lange 15 Minuten so sind. Ich weiß nicht, wie gut sie das Haus abgesucht hat, aber das finde ich zum Beispiel eigentlich nicht so verdächtig. Der zweiten Theorie nach hätte Barney Yarbrough, also Lees Stiefvater, etwas mit ihrem Verschwinden zu tun. Einige Bekannte sagten aus, er solle Lee geschlagen und oft angeschrien haben. Und Lees Freund Jordan erzählte auch, dass Lee ihm einmal gesagt haben soll, sie hätte Angst vor Barney und er habe sie einmal aus Bestrafung aus dem Haus ausgeschlossen. Die letzte Theorie stammt von Vicky selbst. Sie behauptete, dass ein Mann namens Oscar Mike Kearns, der als Bibellehrer in der Holy Trinity Church arbeitete, die auch Vicky regelmäßig mit Lee besuchte, etwas mit dem Verschwinden von Lee zu tun hatte. Auch er soll genau wie Lee ein Pferdeliebhaber gewesen sein und dieser Mann lebte nur knapp 1,5 Kilometer vom Wohnhaus der Familie entfernt und er fragte Lee wohl auch häufiger, ob sie zusammen ausreiten wollten. Im Mai 1993 entführte er ein 15-jähriges Mädchen, das er ebenfalls aus der Kirche kannte und die Umstände waren ähnlich wie in Lees Fall. Also dieses 15-jährige Mädchen war wohl morgens alleine zu Hause, als Oscar plötzlich bei dem Haus aufkreuzte und sagte, er könne sie zur Schule bringen. Und das Mädchen kannte ihn ja eben und hätte jetzt auch nicht damit gerechnet, dass er irgendwas Böses wollte. Sie willigte ein, doch anstatt sie zur Schule zu bringen, fuhr er mit ihr nach Memphis, Tennessee, wo er sie sexuell missbrauchte. Danach brachte er sie tatsächlich zur Schule, aber das 15-jährige Mädchen kontaktierte noch am gleichen Tag die Polizei und Oscar Kearns wurde zu 24 Jahren Haft verurteilt. Im Oktober 1977, also nur 4 Jahre nachdem er inhaftiert wurde, wurde er auch schon wieder entlassen. 1999 kidnappte er ein junges Paar und missbrauchte die Frau, woraufhin er dann wieder zurück ins Gefängnis kam. Laut Vicky benahm sich Oscar ab dem Zeitpunkt von Lees Verschwinden seltsam. Er vermied Blickkontakt und tauchte manchmal beim Haus von ihr auf, was er vorher nicht tat oder zumindest hatte Vicky es nicht mitbekommen. Außerdem hätte Lee ihm vermutlich die Tür geöffnet, weil er für sie keine fremde Person war und das würde dann auch erklären, warum niemand die Haustür hatte gewaltsam öffnen müssen. Ermittler versuchten mehrfach mit ihm zu sprechen, aber er blockte immer wieder ab. Und somit bleibt Lee Ogie bis heute verschwunden. Also, ich erzähle euch jetzt nochmal so ein bisschen, was ich über den Fall denke. Ich habe mir dazu auch wieder ein paar Notizen gemacht. Und ich muss sagen, ich kann mir echt gut vorstellen, dass dieser Oscar Kearns etwas mit Lees Verschwinden zu tun hat. Ich finde zum Beispiel zwar auch, dass Vickys Verhalten irgendwie ja sehr merkwürdig teilweise wirkt, aber ich kann mir halt auch nicht so wirklich erklären, welches Motiv sie gehabt haben soll. Und ja, ich finde, das ist wieder dieses Typische, was man wahrscheinlich irgendwie jeder Mutter, deren Tochter oder deren Kind vermisst wird, unterstellen kann, dieses, dass sie in Wahrheit missbräuchlich war. So, das kann man ja irgendwie immer sagen, weil man letztendlich nicht weiß, was hinter verschlossenen Türen passiert und vielleicht war es ja auch so. Aber ja, wie gesagt, ich kann es mir nicht wirklich erklären, was da jetzt hätte passieren können. Ich hatte halt überlegt, ob es vielleicht einen Unfall gab aus Versehen und Vicky das halt jetzt nicht zugeben wollte. Ich weiß nicht. Und es ist ja auch wieder dieses Ding, dass sich jeder anders verhält. Manche ja, sind vielleicht total kalt, wenn das Kind verschwindet. Manche sind irgendwie nur am Weinen. Also das ist ja auch wieder jeder anders. Donald meinte ja, dass sie
ihm irgendwie gar nicht wirklich von dem Verschwinden erzählt hat, bis er dann vor Ort war, und dass sie das irgendwie so ein bisschen dargestellt hat, als wenn Lee von alleine weggelaufen ist. Aber da habe ich überlegt, vielleicht ist das ja auch so eine Art einfach Verdrängungsmechanismus von ihr gewesen, dass sie sich vielleicht selbst so ein bisschen beruhigen wollte und sich selbst auch noch so ein bisschen Hoffnung zu machen, dass sie wahrscheinlich wiederkommt. Ich glaube, wie gesagt, auch viel mehr, dass es irgendeine fremde Person war, also fremd in Anführungszeichen. Zum Beispiel, ja, wie gesagt, dieser Oscar Kearns, also das kann ich mir echt gut vorstellen, dass der dann eben, ja, geklingelt hat. Sie hat ihm aufgemacht und dann gab es einen Kampf im Haus. Es gab wohl auch Blutspuren auf ihrem Nachthemd, die danach aussahen, als ob sie so eine Nacken- oder Kopfverletzung hatte. Also das konnte man wohl so sagen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es eben zu einem Kampf im Haus kam, was ja auch erklären würde, warum das Blut so viel im Haus verteilt war und teilweise auch an den Wänden. Vielleicht hatte man ihr von hinten gegen den Kopf geschlagen oder sie gegen eine Wand geschubst oder so. Ja, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Und wenn es dieser Oscar Kearns war, vielleicht wollte er sie ja auch nur in Anführungszeichen mitnehmen, missbrauchen und wieder irgendwo absetzen. Und dann ist es halt einfach aus dem Ruder gelaufen, weil sich Lee so heftig gewehrt hat gegen ihn und ja, er sie dann vielleicht auch aus Versehen umgebracht hat oder so, ja, im Affekt aus Wut. Man weiß es halt nicht. Das könnte dann vielleicht auch erklären, warum in der Garage Licht an war. Vielleicht hatte er das Klingeln gehört, als Vicky an dem Morgen angerufen hatte und ist dann eben durch die Garage mit Lee geflüchtet. Oder ja, hat ihr davor sozusagen den Todesstoß gegeben, um sie dann schnell wegschaffen zu können, weil er vielleicht Angst hatte, dass er ansonsten von Vicky erwischt werden würde. Wie ihr merkt, bleiben in diesem Fall wirklich viele, viele, viele Fragen offen. Und mich würde mal interessieren, was ihr noch für Ideen habt, ob ihr auch glaubt, dass es Vicky war oder dass es dieser Oscar Kearns war oder vielleicht habt ihr ja noch eine ganz andere Theorie zu dem Fall. Dann schreibt sie auf jeden Fall in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder.